Electronic Arts proves to be the forefront. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das Ganze bewegt sich jetzt zwar innerhalb dieses E-Art Festivals, also eines Medienkunstfestivals, aber der Ort, an dem wir hier präsent sind, ist das Shanghai Science Center. Da sind bis zu 20.000 Menschen täglich, die hier dieses Museum besuchen, vor allem Jugendliche. Und es macht schlichtweg keinen Sinn, hier in so eine Umgebung jetzt sehr sperrige Kunstwerke einzubauen. Und deswegen haben wir uns hier auch auf diesen Faktor der Interaktivität, also dieses persönliche Erleben konzentriert, wo es ja dann auch wieder darum geht, nicht nur Unterhaltung zu liefern, sondern dem Besuchern, den Leuten auch ein bisschen diese Möglichkeit zu geben, einmal zu erfahren, dass das eigene Umgehen mit diesen Technologien ja auch unheimlich spannend sein kann. Also nicht nur ein Konsument und Benutzer von Technologie zu sein, sondern jemand, der sie wirklich aktiv gebraucht, vielleicht sogar selbst entwickelt und selbst gestaltet. Hat eine nahezu 30 Jahre alte Tradition. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht die Stadt Linz dahinter und das ist gerade für asiatische Institutionen ein Vorteil und daher treten sie an uns heran und es ist möglich, hier Kooperationen und Ausstellungen in Asien zu machen. Shanghai ist an Asalitonica herangetreten, ein Konzept für ein elektronisches Festival nach dem Muster Asalitonica zu machen. Und es ist an sich relativ rasch gegangen. Innerhalb von anderthalb Jahren hat Shanghai in Zusammenarbeit mit Ars Electronica ein Festival auf die Beine gestellt, das als erstes Festival im asiatischen Raum wirklich, glaube ich, einen sehr großen Stellenwert hat. Herausforderungen dieser Zukunftsmetropole was zu präsentieren, da muss es dann auch wirklich High-Tech sein. Und dann war natürlich für uns die große Herausforderung, ein bisschen damit umzugehen, wie wird ein chinesisches Publikum darauf reagieren. Also das sind ja andere Erfahrungshintergründe, der ganze kulturelle Hintergrund ist anders, auch im Umgang mit Technologie. Und wir haben hier natürlich sehr viel Dialog mit den chinesischen Partnern geführt.